Herzlich willkommen in Sophias veganer Welt. Ich bin heute hier in der Küche mit Ludwig an meiner Seite und wir machen heute Reiberdatschi. Reiberdatschi sind Kartoffelpuffer auf Bayerisch. Und da wir uns heute der traditionellen Küche widmen, freue ich mich schon sehr. Für die Reiberdatschi benötigen wir Kartoffeln, rote Beete, Zwiebel, Mehl, Sojamehl, Muskatnuss. Lieber Ludwig, du bist ja wie ich aus Bayern. Ich versuche es ja immer ein bisschen zu verschleiern, bis auf mein R, bis mal wieder durchkommt. Und wir sitzen hier zusammen in der Blogfabrik. Du machst ja auch einen Blog. Erzähl doch mal, was machst du da? Richtig. Der heißt Seelenrave. Mein Blog heißt www.seelenrave.de. Es geht in diesem Blog ganz viel um spirituelle Befreiung. Ich will die Menschen dazu motivieren, ihr nacktes Selbst zu leben, fernab all dieser Glaubenssätze und Konditionierungen, die man sich so im Laufe des Lebens eingeimpft hat und die einem von der Gesellschaft eingeimpft wurden. Und da ist diese Nacktheit eine schöne Metapher, wie ich finde. Und zum Glück habe ich dir eine Schürze angezogen, kann auch genau, nichts passieren. Nichts ja, super. Passieren. Na, dann fangen wir gleich mal an. Ich würde dich bitten, Kartoffeln zu schälen. Ja. Und genau, ich werde mal hier die roten Rüben beackern. Ich habe mir diesmal gedacht, ich würde gerne mal so ein paar sozusagen traditionelle Rezepte veganisieren. Und manchmal denke ich mir so, was sind eigentlich so die Rezepte, mit denen man so aufgewachsen sind, ist, ne? Und Reiberdatschi ist, glaube ich, schon sowas, oder? Wie war das bei dir? Das hatte ich bei der Oma auch immer. Die würde sich sehr freuen, wenn sie sieht, dass ich hier jetzt nackt mit dir Reiberdatschi mache. Du musst mir noch ein bisschen was über deinen Blog einfach erzählen, wie du da dazu gekommen bist. Naja, also ich bin halt von Grund auf eine sehr spirituelle Person. Ich habe halt immer gefunden, dass es einfach viel zu wenig Medien in dem Bereich gibt, die das Ganze eben auch ein bisschen hipper und mehr Mainstream-kompatibel hinbringen. Ja, also dass man einfach auch ein anderes Publikum hat, weil man Spiritualität erreicht. Ist ja einfach dafür da, um den Alltag zu bereichern und nicht um sich davon zu entfernen. Das ist einfach so ein bisschen verloren gegangen heutzutage, mein Ansatz, oder? Genau. Ja, und ich mag es ja immer ein bisschen bunter als der Rest. Deshalb kommt heute noch eine rote Beete in unsere Reiberdatschi mit rein. Und da kann man sich auch schön die Hände versauen. Natürlich kann man auch Handschuhe nehmen, aber ich dachte, das ist eine ganz nette Komponente, um das noch ein bisschen einzubauen. Die mochte ich als Kind nicht, jetzt mag ich sie auch. Ja, siehst du. Aber nochmal, ne? Genau, jetzt reiben wir die einfach so grob, grobe Stücke. Boah, das spritzt, scheiße. Also nachher kommt dann noch ein bisschen Sojamehl mit rein. Also das Sojamehl gibt ja so die Bindung statt einem Ei. Das ersetzt uns quasi das Ei. Und genau, das Mehl saugt das einfach nur ein bisschen auf, die Feuchtigkeit, damit das dann auch ganze Puffer werden. Und ich mische jetzt hier schon mal die roten Beete und die Zwiebeln. Die Kartoffeln sind jetzt gerieben. Wir müssen die jetzt noch ausdrücken, weil die noch sehr feucht sind. Es trainiert die Fingermuskulatur. Trainiert die Fingermuskulatur. Auch ganz eine starke meditative, spirituelle Komponente. Hier total so meditativ. Kartoffeln auszudrücken. So, dann machen wir schon mal Salz dazu. Ein bisschen Pfeffer. Natürlich wichtig, alles was mit Kartoffel zu tun hat, ist auch Muskat immer sehr wichtig. Und ist auch aphrodisierend, Muskat. Dann darf man nicht zu viel davon nehmen, sonst ist es auch halluzinogen. Habe ich aber noch nie ausprobiert, schon mal mit Muskat halluzinogene Experimente gewagt. Hast du? Nee? Wie bitte? Gerade meditiert. Genau, war absolut tief entspannt. Völlig im Moment. Nicht in der Lage, das, was du sagst, aufzunehmen. Ah, super. Gut. Ja, das passt schon so super. Sehr gut. Sehr schön. Ich gebe hier Sojamehl und Mehl zu unserer Masse. Und dann mache ich das mal mit den Händen. Darf ich auch mal? Ja, man muss einfach ein bisschen schauen, dass es so sich anfühlt, dass man Datschi formen kann. So, der Teig ist fertig und jetzt müssen wir sie nur noch braten eigentlich. Machen wir hier die Pfanne an und eben, das geht ja dann auch sehr schnell. Genau, und dann machen wir einfach ein Öl heiß und tun die dann direkt so, wenn das Öl heiß ist, in die Pfanne rein schlonzen. Was isst du denn am liebsten zu Reiberdatschi dazu?
Apfelkompott. Apfelkompott? Ja. Ja, ich habe leider nur Apfelmus da, aber ich finde ja Sauerkraut auch immer super dazu. Also so dieses süß, herzhaft. Und dann habe ich noch eine Cashew-Sour Cream selber gemacht. Da gibt es ja auch ein Video von mir, wie man die selber macht, ganz leicht. Und ja, magst du die Sachen mal holen? Ja, die hole ich mal ganz Ja, die stehen da hinten. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Yum, yum. Ja, schau, und dann machen wir die einfach so. Schau, die werden schon richtig schön knusperig. So, schau mal, jetzt lass uns mal dringend kosten. Wir müssen mal schauen, ob das schmeckt. Das ist schön. Dankeschön. Mal so kosten. Mindestens so gut wie bei der Oma. Guten Appetit und bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch meinen Kanal und schaut einfach mal, was es noch alles an kunterbunten, leckeren, veganen Kochvideos zu sehen gibt.